Traditionen und Trends aus dem Südwesten. Hallo, ich bin Max Peter und das hier ist Heimatglühen. Ein halbes Dutzend Geschichten von Menschen, die allesamt glühende Heimatfans sind. Menschen mit Geschichten, die sie so noch nicht gesehen haben. Glauben Sie nicht? Dann sehen Sie selbst. Heimat neu entdecken. Hab ich einen Kohldampf. Burger oder Maultaschen, was fange ich jetzt an? Ja, gut, dass man sich heutzutage nicht mehr entscheiden muss. Denn in Stuttgart bestellt man sich einfach einen Maultaschenburger. Oder Curry-Maultaschen oder Maultaschen frittiert. Verrückt, denken Sie jetzt vielleicht. Schmeckt aber sowas von gut. Die Maultasche. Der schwäbische Klassiker kommt in Stuttgart neuerdings so daher. Bunt und mit exotischer Füllung. Als Burger. Oder als Currywurst-Variante. Ob das hier im Ländle ankommt? Was ich jetzt ein bisschen skurril finde, ist das Schwarze. Ist das eine Chili-Maultasche, oder? Wow. Hier entstehen sie, die bunten Maultaschenkreationen. In der Metzgerei von Stefan Bless in Stuttgart-Möhringen. Ihm scheint beim Herrgottsbscheißerle nichts heilig gewesen zu sein, was dem Schwaben bisher heilig war. Der Metzgermeister in fünfter Generation fertigt bunte Teigtaschen mit den außergewöhnlichsten Füllungen, die man sich im Internet individuell zusammenstellen kann. Als leidenschaftlicher Maultaschenesser habe ich mir dann gedacht, hey, dann machen wir mal aus einem ganz urschwäbischen Kulturgericht machen wir mal was Neues oder lassen wir die Kunden doch selbst entscheiden, was sie denn Neues haben wollen. Und so kam ich dann auf die Idee, einen Maultaschenkonfigurator zu entwickeln. Seit 2015 ist Stefans Konfigurator online und funktioniert so. Zuerst sucht man sich eine Teigfarbe aus. Natur, grün, orange oder schwarz. Anschließend wählt man die Grundmasse. Im Angebot klassisch, vegetarisch oder süß. Für die Füllung stehen einem mehr als 60 Zutaten zur Auswahl. Deswegen sage ich einfach, kürz mal an die Zeit, dass man einfach mal was Neues draus macht, dass man was vielleicht auch Verrücktes draus macht. Denn während in die klassischen Maultaschen außer Brät nur Zwiebeln, Kräuter, Ei und Spinat kommen, ist beim Online-Konfigurieren alles erlaubt. Von Wurst bis hin zu Obst, Fisch, Käse, Gemüse, Nüssen und Gewürzen. Daraus werden dann Lebkuchen-Maultaschen, Chili-Cheese oder Pizza-Maultaschen. Ja, also es kommen dann schon auch Leute auf mich zu, die sind dann nicht sehr amüsiert darüber und die sagen mal, wie kannst du nur unser Kulturgut so verschandeln? Stefan steht drüber und die Kunden danken es ihm. Ist die Bestellung bei ihm eingegangen, stellt der 31-Jährige die maßgeschneiderte Teigtasche in seiner Metzgerei her. In der heutigen Bestellung stecken getrocknete Tomaten, Oliven und Feta. Maultäschle Greek-Style sozusagen. Und bitteschön in schwarz. Außer dem Nudelteig, der bereits fertig ist, macht der Metzger alles selbst. Erst mischt er die Füllung zusammen. Die Masse verteilt er dann auf dem Nudelteig und presst sie schließlich in Form. Das weiß ich noch als kleines Kind. Wenn meine Oma die dann immer gemacht hat, dann bin ich halt auch als kleiner Bub immer daneben gesessen und habe erst mal zugeguckt. Später hat sie mich dann auch mal welche machen lassen. Und dann ist klar, und dann, wenn sie auch frisch aus dem Sud kommen, dann gleich eine essen. Das war immer das Beste für mich. Nur wenige Tage liegen zwischen der Bestellung und dem Versand. Dafür entsteht jede einzelne Maultasche in Handarbeit. Und landet vor dem Verschicken zum Garen im Ofen. Während Stefan der Maultasche an die Füllung geht, haben diese drei Schwaben es sich zur Aufgabe gemacht, die schwäbische Teigtasche als Fastfood unter die Leute zu bringen. Michael Mast, Peter Spataro und Sebastian Werner haben sich 2011 zusammengetan und den Klassiker neu interpretiert. Das Grundrezept bleibt dasselbe. Serviert wird die Maultasche aber aus dem mobilen Foodtruck. Als Burger, in Currysoße, als vegetarischer Burger, frittiert oder mit gebratenem Speck. So, bitteschön, guten Appetit, lasst es schmecken, ja? Hey, auf die Festle und auf die Veranstaltungen, wo man selber immer gern hingegangen ist oder hingeht, gibt es auch immer dasselbe. Also rote Wurst, Steak im Brötle. Und dann haben wir gesagt, hey, man müsste hier irgendwie eine Revolution anzetteln. Und zwar mit der schwäbischen Maultasche. Und so kommt die Maultaschenrevolution daher.
im Pappbecher zum Mitnehmen oder im Currywurst-Style. Schwäbische Esskultur, einem modernen Lebensstil angepasst. Das Besondere am Schwaben als solches ist ja, dass er die Tradition unglaublich liebt, aber auch die Innovation. Ja, also unsere Region hier steht für Innovation, für Erfindergeist. Und wir verknüpfen die beiden Komponenten. Wir haben Tradition mit der Maultasche und wir haben die Innovation mit der Art und Weise, wie wir unsere Produkte anbieten. Gelernte Köche sind die drei nicht. Die Soßen für ihre Gerichte macht Peters Mama. Doch die Schwaben haben eine klare Mission, das schwäbische Fastfood auch außerhalb vom Ländle bekannt zu machen. Mit ihrem Foodtruck sind sie deshalb in ganz Deutschland unterwegs. Wir verbreiten die schwäbische Kultur oder unsere Esskultur einfach auch in andere Bundesländer. Und das ist geil. Wir sind schwäbische Botschafter. Zurück zu Metzger Stefan Bless. Auch seine Maultaschen sollen ganz Deutschland erobern. In speziellen Isolierboxen gehen die exotischen Teigtaschen auf Reise. Wer denkt, dass vor allem Schwaben bei Stefan bestellen, der irrt. Die meisten kamen jetzt aus dem Norden oben. Das merkt man daran, dass es sehr viele Exilschwaben auch gibt. Das heißt, die wohnen dann vielleicht irgendwo in Berlin, was man ja auch weiß, dass es dort sehr viele Schwaben gibt. Und dann sagen die, ach, ein Stückchen Heimatgefühl, einfach ein Stückle, wo ich herkomme, einfach was ich kenne, was ich mag, das bestellen sie sich dann. Doch was halten eingefleischte Schwaben von den extravaganten Kreationen? In Stuttgart wollen wir wissen, können der Burger, die Curry-Variante und die bunten Maultaschen überzeugen? Also die Curry-Variante schmeckt echt lecker in Verbindung mit den Kräutern. Ich esse nicht täglich Maultaschen, aber es ist anders. Gar nicht schlecht. Probier mal. Nein. süß! Maultaschen mit Zwiebeln sind klasse, aber im Brötel selber finde ich jetzt nicht so toll, weil Brötel wird dätschig. Ich finde das mit dem Laugenweg, den Zwiebeln und der Maultasche auch eine gute Mischung. Ja, es schmeckt sehr intensiv. Der schwäbische Klassiker, neu aufgelegt, ob mit ungewöhnlicher Füllung oder als Fastfood auf die Hand. Die Maultasche passt sich dem modernen Leben an. Das war's leider schon wieder mit Heimatglühen für heute. Wir werden uns wiedersehen. Es gibt nämlich noch so viele Geschichten zu erzählen über und aus dem Südwesten. Machen Sie es gut. Heimatglühen bedeutet für mich, sich richtig, richtig wohl zu fühlen zu Hause. Ein Zugehörigkeitsgefühl. Die Pfalz grundsätzlich, da bin ich ja zu Hause. Ich wünsche mir für die Region, dass weiterhin das Große aus dem Kleinen entsteht. Mut beweisen und einfach rausgehen und sagen, hey, wir zeigen es der Welt. Für den Südwesten wünsche ich mir mehr gutes Bier.